So, wir kommen zum finalen Part, Part 190, und jetzt bin ich kurz davor, das zu beenden. Okay, let's go. Let's go, ey. Ich will es endlich weg haben. Ich sitze schon so lange daran. Das ist ja Wahnsinn. Alter. Das ist absolut krank. Wenn ich hier dran setze. Nein! Eine Kiste! Oh, das ist so hart. Bitte. Nee. Mann, nicht mal so weit. Fuck. Eine Kiste, ey. Das gibt's nicht. Boah, ich hätte aufpassen sollen. Fuck you. Ey, eine verfickte Kiste hat mich davor abgehalten, es zu beenden. Das ist so hart. Das ist doch echt hart unfair. Mann, ey. Ich hab's gewusst, dass ich einen Fehler mache. Ich wusste es so, so hart. Leck mich hart am Arsch, ey. Ich hätte es fast geschafft, Mann. Das kann nicht wahr sein. Mann, lade doch mal hier 100 Jahre später. Ey, ich habe es fast gehabt, Leute. Ihr habt es gesehen. Und dann mache ich nur so einen gravierenden Dummfehler. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Mann, das hab ich fast... Ich hab's fast geschafft, ey. Zum Fuck. Da war ich mega konzentriert. Aber nee, ich verkacke es mal so geschmeidig. Vielleicht wird's doch noch nicht der finale Part. Wer weiß. Kann doch alles möglich sein. Oh, ich hatte es fast gehabt, Mann. Das gibt's doch nicht. Ey, so hart. Vom Ende noch. So hart vom Ende noch zu verkacken, ey. Einfach nur erbärmlich. Ich hatte alle Kisten fast, bis auf eine. Und ich verkacke es hier mal nicht. Alter, da könnte ich... Da könnte ich mir ein Kreuz auslernen. Das ist doch nervig, sowas. Das ist mal ernsthaft. Im Part 190 passiert mir das. Nein! Mann, ey, nur wegen dieser Scheiße. Oh, das geht mir auf den Sack. So langsam dieses Level, das nervt. Ich hatte es so hart durch. Ich hatte es eigentlich komplett schon für mich durch, aber dann noch sehen einen Fehler. Geil. Alt gelaufen. Toll. Ach, ey, das... Nee, und dann die Ladepause, die frustriert auch so einen abartig. Komm, ich will das nicht mehr sehen. Weg. Mann, 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 ey, das ist so kacke. Einfach. Mann, ich hatte das so gemacht, ey. So ein Dreck. Wirklich, einfach nur Dreck. Na gut, dass ich mir das aufgehoben habe, zum Schluss zu machen.
müssen wir das echt mal endlich merken, dass ich das einfach nicht mehr so machen werde wie vorher. Ich hatte es so krass gehabt fast. Ja. Hätte ich das nicht so gemacht, ey. Mann. Das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. Mann, ey, warum mache ich denn nur Scheiße jetzt? Warum eigentlich? Warum bin ich ein so dummes Kind? Also ganz ehrlich gerade. Ich verstehe das nicht. Nein, der Kiste. Das ist sowas von bitter. Alter, ich hätte es geschafft. Dann hätte ich diese 106% endlich abgehakt. Das wäre so geil. Ich würde es endlich weg haben, den Müll. Das nervt mich ein bisschen einfach, das nervt. Die Ladepause macht es einen frustrierender, finde ich. Ich hätte es schaffen können, es ist so was von fies. Einfach. Man, das ist einfach nur... fies. Warum muss man denn sowas Unfaires machen? Und mich denn so trollen, ey? Hol. Einfach hol. So, jetzt schaffen wir das. Jetzt will ich es einfach wissen. Ey, ich will diese fucking 106% endlich haben. Die Arbeit dahinter soll nicht umsonst gewesen sein. Warum mache ich denn diesen Dreck immer? Alter! Komm, hör auf, Spiel, hör auf! Hör auf damit, mich so irgendwo zu verarschen gerade, ey. Ja, werde ich das wieder mal auf Stream gleich mal machen müssen. Das war scheiße. Diesmal mache ich das bis zu dem, bis zur grünen Aktivierungskiste, weil so hat das denn keinen Sinn. Ah, das ist hart nervig, das Level ist echt nervig. Das macht langsam auch keinen Bock mehr, das Level. Ich will es weg haben, endlich. Ich will diese Challenge einfach abhaken. Für immer. Ja. Weil, replayen werde ich das nicht nochmal. Vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren. Wenn ich darauf wieder auch Bock habe. Was hier noch auf dem Kanal kommen wird von diesem Spiel hier, sind höchstwahrscheinlich nur die Multiplayer-Videos. Die könnte ich mir noch vorstellen machen zu wollen.
Komm, Flamme. Das ist mein, auf jeden Fall mein letzter Versuch. Das mache ich das nämlich gleich mal auf Screen. Und dann gibt es noch ein paar Parts. So, ich hab dann die Brückenscheiße schon mal weg. Ist auch immer wieder nervig, hierher zu gehen. Und dann das dann noch zu machen, so, wisst ihr? Ich übe das Level jetzt mal ein bisschen, bis wir das durch haben. So lange mache ich das. Ja. So bin ich auf der sicheren Seite. So, das war es endlich mal beenden, das Spiel. Mhm. Zeit. Ja, komm bitte, 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 bitte. Yes! Dankeschön! Ja!
Boah! Ich hab's geschafft! Leck mich hart! Boah! Alter, ich geh kaputt. Ey, ohne Scheiß, ich geh kaputt. Ohne Ende. Wenn das jetzt nicht zählt, dann weiß ich's nicht. Dann wirst du aber alle perfekten Relikte. Hammerhart. Sehr, sehr gut. Ah, das ist so eine Erleichterung. Danke. 106% Fortschritt erreicht. Du hast es wirklich geschafft. 106% abgeschlossen. Damit hast du ein zweites frohes Ende freigeschaltet. Öffne die Galerie, um es dir anzusehen. Klar, machen wir. Ja, ich habe die Challenge erfüllt. Wunderbar. Läuft. So, Leute, und jetzt gibt's das 106% Ende. Ich halte die Fresse. Das war's? Das war's? Okay. Ja, auf jeden Fall. Crash Bandicoot 4 It's About Time ist hiermit beendet. Ab heute. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben echt wirklich alles. Also, fangen wir mal an. Die Charaktere. Sieht schon ganz geil aus. Könnte ich mir so mal an die Wände bringen. Das Design so teilweise. Steht da. Emotional bewegt. Torna. Vom Bösen zum Guten. Dingodile, ausdrucksstark, Dr. Neocortex, Coco Mod Board, was? Coco Bandicoot? Ein Crash mit vielen Gesichtern, Crash Bandicoot. Das war das 106%, das ist ja billig. Bisschen schon. Und hier haben wir die Schauplätze, die wir freigeschaltet haben. Ja, haben wir. Okay. Jo. Sehr gut. Ah, sind interessante Bilder teilweise. Ja. Wenn man sie so durchskippt, dann sieht man so... Krass. Ich habe echt die Challenge geschafft, Alter. Das ist geil. Jetzt haben wir es endlich hinter uns. Hammer, ey. 190 Parts. Soll sich mal reinziehen, ey. Wie viel Zeit ich hier investiert habe. Wie viele geile Ideen hier in dem Spiel waren. Alleine schon von der Musik her. Von dem Setting her war das nicht schlecht gemacht, meiner Meinung nach. Aber es ist nicht der beste Crash-Teil. So viel dazu. Und das 106% Ende ist ein Foreshadowing auf ein Crossover zwischen Crash und Spyro. Hat man eindeutig erkannt. Aber okay. Das zum Beispiel jetzt hier Gegner. Was haben wir denn hier alles? Ah, okay. Mhm. Ja, die kennen wir auch. Der Hüter, kennen wir. Rollende Rabauke, kennen wir auch. Berserker-Bomber. Mehr interessante Designs. Ja, sieht man. Definitiv. Okay. Sieht man alles. Ja. Ich finde, das sind schon interessante Designbilder. Ja, kann man so sehen. Aber das 106% Ende ist ein bisschen sehr komisch. Meiner Meinung nach, ja. Trotzdem. Okay. Und hier gibt es die drei Bonusenden. Ja, Leute, das war's definitiv zu Crash Bandicoot 4 It's About Time. Hat mega Bock gemacht. Ich habe fast 3 Monate gebraucht für das fucking Spiel. Ohne Scheiß. Wenn man mal überlegt, ich habe jetzt 190 Parts für das Spiel gebraucht. Das entspricht so 50, 60 Spielstunden. Könnte ich mal so hochrechnen. Und, ja, das Anstrengendste fand ich wirklich jetzt die Platin-Relikte, dann, die perfekten Relikte, da habe ich mir am meisten auch Sorgen gemacht, schon alleine wegen den beiden Eisleveln, ja, okay, aber trotzdem im Nachhinein, was haben wir geschafft, wir haben alle Edelsteine geholt, wir haben alle Invitierten geholt, wir haben die Farbigen geholt, wo wir halt zum Teil nachschauen mussten, wie man die bekommt, war auch eigentlich ziemlich easy. Dann habe ich mich an die Rückblendenbänder gewandt. Die waren auch richtig geil. Schon alleine die Nostalgie reinzubringen von den ersten Teilen her. Hier in das Spiel, das fand ich eine mega gute Idee.
Dann halt auch, ja, die Platin-Relikte fand ich mega zum Kotzen, teilweise. Ich hab da echt geflucht. Es war echt ohne Ende ein ziemlicher Abfuck. Ein schlechthin. Es war auch wirklich echt drecksekelhaft, kann man sagen. Und, ja, die haben wir dann heute auch geschafft. Dann, ja, die perfekten Relikte. War auch eine schlechte Idee, dass man halt, wovon ich hatte meine meisten Befürchtungen gehabt bei den perfekten Relikten, wovon ich ausgegangen bin, dass wir halt, ja, alle Versteckten holen müssen, alle frischte Edelsteine, alle Kisten und, einmal nicht sterben. So, im Endeffekt habe ich mir so viele verschiedene Aussagen durchgelesen, was das betrifft. Ja, da ist es auch einfach so, man muss wirklich, wie ich jetzt irgendwie rausgekriegt habe, alle Kisten holen und nicht einmal sterben. Was ich geschafft habe. Ja, und das ist der Beweis. Und wir haben definitiv alles. Wir haben echt einfach alles geschafft in dem Spiel. Ich bin froh, dass wir es durch haben. Es war wirklich echt ein Mammutprojekt. Es war das knallharteste Crash Bandicoot-Spiel aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und ja, wirklich der schwierigste Teil. Da fand ich ja, die ersten drei Teile waren ja ein Klacks dagegen. Aber das hier, da denke ich mir, wow, okay, krass. Einfach howdy shit. Mal was ganz Neues, neuere Charaktere, das Design, das ist schon echt einmalig. Dann halt auch die Bosskämpfe waren auch von der Idee her sehr gut gestaltet, gut gemacht, gar nicht mal übel. Und meiner Meinung nach, hätte man solche Sachen echt wirklich, ja, besser lösen können. Aber auch die Idee mit den invertierten Sachen, das fand ich cool. Schon alleine an den Sounds, man eine Kiste kaputt macht oder die kaputt sprengt oder halt dreht, ja. Das waren coole Effekte, finde ich, in dem Spiel. Auch bei den invertierten Bossen. Da haben sie sich echt wirklich viel Mühe gegeben. Genauso wie mit den Rückblendenbändern. Die fand ich echt, muss ich sagen, von Crash richtig cool. Da fand ich persönlich das hier am schwierigsten hier, Cortex, Vortex, Vorscheck. Und das hier von Coco fand ich auch sehr schwer mit spießroten Lauf. Aber trotzdem, ja, kann ich sagen, das Spiel hat mega Spaß gemacht, kann ich sagen. Ich habe echt lange genug damit Zeit verbracht. Es fehlen mir noch zwei Trophäen, aber das mache ich irgendwann mal. Jetzt nicht. Weil, hiernach kann ich euch schon mal sagen, was kommen wird. Haltet euch fest, ich werde nach It's About Time Cyberpunk 2077 spielen. Ja, wird definitiv kommen. Wann das kommt, keine Ahnung, das werde ich halt dann in meiner neuen Wohnung aufnehmen, definitiv, aber nicht mehr hier. Und ich kann euch sagen, wirklich das schwierigste Level in diesem Spiel hier von allem ist meiner Meinung nach toxische Tunnel. Alleine schon die ganzen Räder, alleine schon die Sprünge, alleine schon, du musst auf vieles achten, ja. Und das, finde ich, hat diesen Level wirklich ausgemacht, um dass man dann halt das schafft. Und ich bin sehr stolz, sehr froh, es durchgeboxt zu haben, dass wir es gepackt haben. Alter, geil. Ich bin total baff. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Und ich kann euch eins sagen, wenn ich das irgendwann mal replaye, mal gucken, das weiß ich noch lange nicht. Nee. Und meine zweite Befürchtung war das mit den Entwicklerrelikten. Kann ich euch mal zeigen. Da hatte ich auch den meisten Schiss, dass die auch dazu zählen zu den Prozenten. Aber habe ich auch mal nachgeforscht und mal nachgefragt. Und da ist mir gesagt worden, ja, die zählen gar nicht dazu. Nee. Die sind einfach nur da, um halt, dass man halt für sich selber eine eigene Challenge aufbaut, um dass man das dann halt schafft. Ja. Und trotzdem, meiner Meinung nach, das Spiel ist für mich einfach der schlechteste Teil. Alleine schon alleine, ja, du musst halt, hier alle Kisten holen, ohne einmal nicht zu sterben. Das finde ich mega frustrierend. Und das in jedem Level. Das muss man sich mal reinziehen. Aber das will ich ja auch nicht schlecht reden, sondern ich finde, es hat manchmal auch seine Schwächen. Alleine schon. Schon bei toxische Tunnel. Ich spring da die TNT hoch. Und, ja, ich spring da so hin und ich pack mich da in die Plattform rein fest. Wie geht sowas denn? Ja, oder zum Beispiel, hier mit dem Speicherpunkt. Das finde ich, hätte man auch wirklich mal weglassen können. Wirklich,
dass man hier speichern kann. Schön und gut. Aber was bringt denn das? Eigentlich nichts im Endeffekt. Trotzdem, ja, war es das jetzt auf jeden Fall. Ich habe jetzt 3 Monate Zeit damit verbracht, echt wirklich dieses Spiel zu spielen. Es war wirklich für mich einer der härtesten Crash-Teile. Wirklich ohne Scheiß. Also, geil. Hat Bock gemacht. Und die coolste Idee von allem finde ich das mit den Zeitstrahlen, dass man halt zum Beispiel Cortex halt spielt und dann die Hälfte von ihm und dann begegnet man wieder Crash. Das finde ich ist auch eine sehr interessante Idee. Vielleicht setzt man das auch in naher Zukunft um in weiteren Crash-Teilen, keine Ahnung. Genauso wie Torna und Dingodile spielen zu dürfen, war echt für mich persönlich eine Ehre. Alleine schon, ja, die mal zocken zu dürfen, das konnte man in noch keinem Crash-Teil. Außer in Crash Bash, da konnte man Ding und Dai spielen, das ist klar. Aber hier, in so einem Spiel wie It's About Time, ja, wo ich schon, ganz ehrlich, am meisten mega gehypt drauf war, das mir überhaupt zu kaufen, ja, das war Hammer. Also, boah, ich hab mich einfach auf jede Aufnahme gefreut, auch wenn es wirklich frustrierend war. Auch wenn es wirklich echt, keine Ahnung, anstrengend war. Es war anstrengend für mich persönlich. Und ich habe dafür mal ausgegeben, was hatte ich denn da geholt? Die digitale Deluxe Edition. Da habe ich 60 Euro für ausgegeben. Ja, das war im Oktober so, oder diesen Jahres. Das war am 2. oder so. Muss ich mal vorstellen. Schon bald 3 Monate her, wo ich das angefangen habe. Aber es bleibt in meinem Kopf, es war eine geile Zeit mit dem Spiel. Es hat richtig Fun gemacht. Also ich kann echt nicht meckern, auch wenn es an manchen Stellen echt beschissen gelöst wurde und auch an manchen Stellen richtig nervig war, hat es im Endeffekt mir doch wieder die Nostalgie wiedergegeben, dass ich halt mich an früher erinnert habe, an die ersten Crash-3-Teile, an die ersten 3 Crash-Teile. Und trotzdem, ich bin im Endeffekt froh, dass wir es jetzt durch haben. Und ja, darum kann ich nur in diesem Sinne sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses lange Mammutprojekt, was jetzt zu Ende ist, ab Part 190. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt, ein Abo, eure Meinung, und morgen geht's dann los mit Cyberpunk. Haut rein, bis dann und